Das liegt vielleicht einfach daran, dass ich ja aufgewachsen bin in einem Land, sag mal, was wie eine Käseglocke war und man sich ja eigentlich immer woanders hin geträumt hat. Also man wollte sich irgendwie zumindest in den Bildwelten, in einer anderen Welt aufhalten, als in der man leben musste, zwangsläufig. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch, ich tanze gerne, bewege mich und das Hineinspringen in diesen Bildraum, das war sozusagen ein ganz fantastisches Erlebnis. Ohne dass mir das jemand sagte, dass man das machen kann, ne, machte ich das einfach. Naja, wir arbeiten alle mit erfundenen Welten. Viele, die inszeniert arbeiten, versuchen oft, sich selbst zu verstehen oder geistige Welten zu verstehen. Also das heißt, wir rennen nicht mit der Kamera durch die Straßen und suchen nach dem entscheidenden Moment, sondern wir versuchen, diesen entscheidenden Moment vorher konzeptionell uns zu überlegen und dann in der Fotografie zu realisieren. Der Übergang zwischen Dokumentarischen zum Inszenierten Bild ist für mich immer fließend. Die Serie, die habe ich ja gestartet, sogar an der Kunstakademie und mein Professor, mit dem Herrn Becher, hatte ich mich darüber verstritten. Er hat gesagt, Sie müssen sich entscheiden zwischen dokumentarischer Fotografie und inszenierter Fotografie. Und ich habe gesagt, nein, mich interessiert der Übergang. Und das ist bis heute mein Credo eigentlich, oder das ist meine Methode auch, weil das interessiert mich. Also weshalb wir uns als Gruppe zusammengefunden haben, ist ganz einfach zu sehen. Gerade in den letzten Jahren wurde mir klar, dass eigentlich die Becherschule, die sozusagen die dokumentarische Fotografie zur Kunst erheben, und die es wohl auch ist, einen vollkommen dominanten Einfluss in der deutschen Fotografie hat. Und die Inszenierer sind ja auch, wie soll man sagen, sporadisch. Man hat eine Idee, dann macht man ein Buch, dann hat man vielleicht mal keine Idee und macht einen Film. Dann gibt es wieder Leute, die arbeiten, weiß ich nicht, ein Jahr an irgendwas oder auch 10 Jahre. Katharina Meyer arbeitet an dem einen Projekt Familienporträts schon, glaube ich, 3 Jahrzehnte. Auch über sehr lange Zeiträume. Irgendwie war es meine Idee, dass vielleicht es einen Ort geben müsste für szenische und inszenierte Fotografie. Und dadurch ist einfach die Gruppe entstanden. Ja, also zunächst ist es ja eine Gruppe und in der Gruppe fühle ich mich sehr wohl. Und es geht ja um die Arbeit. Und trotzdem, natürlich beschäftige ich mich seit Jahren auch mit dem Frauenbild, mal mehr, mal weniger. Vor allem auch, weil ich ja selber eine Frau bin. Ne? Das hat für mich viel mit Spiegelung, mit Identität und mit Fragen an meine Biografie, an mein ja, Frau werden, Frau geworden sein zu tun natürlich. Genau. Also für mich war es ganz wichtig, dass es durch den eigenen Körper geht, ne, und ich es auch zum Ausdruck bringe. Es hat natürlich was ganz Individuelles, was ganz Eigenes. Da muss eben alles stimmen. Also muss der Moment stimmen, da muss meine eigene Stimmung so sein, dass ich diese Geste auch vollziehe. Aber es ist immer erstmal der Wunsch, eine Geste zu vollziehen und das zu dokumentieren mit der Kamera. Das ist eine ganz andere Form von Inszenierung. Im Grunde ging es immer darum, was ist Weiblichkeit, was ist Erotik, was ist Sexualität, was ist sozusagen das Mysterium, das männliche Prinzip, das weibliche Prinzip und wie kann man das in der Kunst ausdrücken oder was steckt dahinter, abgesehen von der rein, wie soll ich sagen, physischen oder sinnlichen Erotik, gibt es da vielleicht noch eine andere, vielleicht eine spirituelle Ebene? Also zu dem Stichwort gewollt, ne? Klar, also der Wille ist erstmal ein Bild überhaupt zu machen. Und dann liegt ja bei der Inszenierung, so wie ich es hier in diesen Serien praktiziert habe, eigentlich eine Interaktion vor. Ich gebe vielleicht einen Titel vor und dann können die sich aber frei bewegen. Das heißt, ja, das Bild entsteht eigentlich durch die Interaktion. Und bei mir ist es auch so, dass ich viele Bilder zusammen mit anderen Menschen erarbeite. Also ich erkläre denen, was ich machen will, in welchem Umfeld. Aber dann die Details oder das Ausarbeiten von einer Geste, das machen die dann auch. Und das oft viel besser als ich, weil ich ja gar kein Schauspieler bin. Allegorien, Märchen, das hat mich immer auch interessiert. Und ich habe immer versucht, in der Inszenierung ein Stück über das hat mich auch fasziniert, gerade mit Fotografie, immer ein Stück über das Reale hinauszugehen, über das, also eine Transformation stattfinden zu lassen. Die Serie, die wir hier hinten sehen, ist ja auch so ein bisschen entstanden. Und zwar, ich hatte mal eine Phase, wo ich, wenn ich durch die Straßen gegangen bin oder am Kiosk,
ganz stark die Wahrnehmung hatte, dass einen immer Frauen, Fratzen, Busen und alles, dass einen das so anschreit. Da habe ich mir auch die Frage gestellt, als ich die Serie begonnen habe, ja, was bleibt eigentlich übrig, wenn ich diese normalen, herkömmlichen Merkmale der Identität, wie Augen, Gesicht, Nase, Mund und so, wenn ich das weglasse? Und das war wirklich eine spannende, wie so eine Recherche einfach, so kleine Untersuchung, dass eben doch viel übrig bleibt, ne? Und zwar im Wesentlichen die Haltung. Und so wurde eigentlich mit den Jahren dieses Verhältnis zwischen innerer und äußerer Haltung für mich eine ganz wichtige Aussage und so wie so ein Kern, ja, eine Kernaussage. Ne? Ja, was ist männlich, was ist angemessene Männlichkeit? Ich glaube, das beschäftigt heutzutage auch viele Männer, also weil diese Rollenbilder sozusagen so sehr in Frage gestellt worden sind. Male Gaze und Female Gaze, da wird in den letzten Jahren eigentlich nicht ausschließlich, aber sehr verstärkt über diese Themen diskutiert. Was kann sich überhaupt ein Mann erlauben? Ich muss sagen, ich bin in dem Sinne kein politischer Künstler. Also das sind meine eigenen Fantasiewelten. Deswegen war diese inszenierte Fotografie immer bezogen auf den eigenen Ausdruck, den ich zur Geltung bringen wollte. Und das war auch für mich so eine Art Befreiung. Und das ist wirklich etwas anderes, ne? Weil man ja das, was man vorträgt, auch selbst verantwortet. Ne? Es ist also nicht jemand anders. Es ist der eigene Körper, es ist die eigene Handlung, es ist die Spontanität, die man da unmittelbar hat. Viele meinen, wenn eine Fotografie gestellt wäre, das ist ja oft abwertend gemeint, wäre das sozusagen nach einem Plan. Ich arbeite ganz oft ohne Plan. Ich finde eben gerade wie im Jazz oder wie im Improvisationstheater die Aufregung groß, wenn man aus dem Auto das ganze Equipment ausgeladen hat und dann sich an den Ort begibt und mal schaut, was sich ergibt. Für mich ist es wie eine Befragung des Orakels. Also so Momente, die Realität ist ja manchmal auch unfertig, ne? Also mangelhaft, sage ich mal. Ne? Und das finde ich auch gut, das mag ich auch. Die Realität trägt die Imagination.